Die slawische Frauengymnastik ist ein unheimlich ganzheitliches Werkzeug, ein sehr wirksames Werkzeug, um die Frau zu ihrer weiblichen Kraft zu führen. Dabei wird sie schön, gesund, glücklich und davon profitieren am meisten die Männer und natürlich die Kinder. Das Birigini-Yoga kann man mit verschiedenen Sachen auch vereinbaren, zum Beispiel das Weben der Mandalas. Die werden dann durch Birigini-Yoga dann auch aktiviert. Wir haben auch schon verschiedenste Seminare gehabt, wo wir Birigini-Yoga mit Osteopathie in Verbindung gebracht haben. Es ist ganz viel Tanz dabei. Eigentlich ist Birigini-Yoga ein sakraler Tanz.